11. Oktober fand in der Kapelle vom St. Josef Krankenhaus eine Festmesse statt. Diese wurde vom Pfarrer Dr. Franz Reiter vorgenommen. Der Höhepunkt war die Weihe der Fahnen für die Tiroler Alm. Musikalisch unterstützt wurden sie von der Stadtkapelle Burgersdorf. Ausgerechnet heute ist eigentlich, weil wir es schon verschoben haben, es hätte sollen am 24. September sein. Aber das Wetter hat uns heuer halt immer ein bisschen eingehaut. Aber trotzdem, ich bin stolz, dass wir immer noch ein bisschen Tiroler Dorf sind und ein bisschen was zusammenhalten und auch die Leute begeistern kann dafür. Es ist schon schwierig, die Jugend, die so viele andere Sachen im Kopf hat, da dafür zu gewinnen. Aber im Endeffekt macht es ihnen da Spaß. Nein, es ist mir wirklich ein Anliegen, das, was ich erlebt habe, was ich weitergeben kann, halte ich für eine Pflicht, dass man das macht. Und wir haben es auch voriges Jahr wieder bei einem Ausflug gesehen, man kann Leute wirklich begeistern, aber man muss was tun.